Weigel? Ruppi? Haben Sie vorhin schon einmal angerufen? Nein. In Ostberlin ist in diesen Tagen auch gut. Verhaftungen zu rechnen. Walter Ulbricht tritt. Bitte seien Sie gegen Mittag hier, Brecht will um 7 fahren. Danke. Und eine stärkere Verbindung an Moskau ein. Kritiker dieses Kurses werden mit Parteiausschlüssen und Zuchthaus bestraft. Barbara, was bist denn schon wieder am Zündeln? Hast du so etwa den Papa sein Kappen ins Feuer geschmissen? Ja, du hast doch immer gesagt, das stinkt derartig, die muss weg. Recht. Hallo? Wer spricht denn da? Ich höre nichts. Rup, bist du's? Hallo? Der langen Hitzeperiode besteht erhöhte Waldbrandgefahr. Vermeiden Sie daher offenes Feuer.
Hast du die ganze Nacht gearbeitet? Guten Morgen. Frau Weigel. Helene Weigel. Ja? Morgen? Ihr Gesicht kenne ich doch. Dresden. Da haben Sie mich doch ins Theater gefahren, da wo es so knallt hat. Dass Sie sich an mich erinnern? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das junge Fräulein ist Ihre Tochter, Barbara? Ja? Die andere Person? Eine Mitarbeiterin meines Mannes. Sie betreut seine Buchausgaben. Warum? Elisabeth Hauptmann. Genossin Weigel, ich muss Ihnen eine Angelegenheit sprechen. Ja? Wollen wir es vielleicht nicht so öffentlich machen? Er ist doch hier zu Besuch. Wolfgang Harich ist doch bei Ihnen zu Besuch. Ja, warum? Ja, Frau Weigel. Ich glaube, die schlafen aus. Heute ist unser letzter Ferientag. Isot Kilian, seine Frau. Sag ich doch, warum? Ich muss die Harichs zwecks Klärung eines Sachverhalts nach Berlin verbringen. Schlafen die noch länger? Ich fürchte, ich verstehe nicht ganz. Frau Weigel, es handelt sich um eine Festnahme. Bitte? Ich habe hier eine Pflicht. Ich kann mit Becher telefonieren. Unserem Kulturminister. Genossin Weigel, es geht um Vorbereitung zum Hochverrat. Das kann für Brecht und für Sie sehr unangenehm werden. Hochverrat? Das würde ich Ihnen gerne sparen. Mein Mann ist herzkrank. Sie bringen ihn damit um. Sie versprechen mir, dass die Harichs von diesem Gespräch nichts erfahren. Ich werde dafür sorgen, dass Ihr Mann von dem Vorgang nichts erfährt. Wenn Sie nach Berlin abfahren, rufen Sie die Nummer 224 an. Sagen Sie nur, was macht die Kunst? Das ist das Stichwort. Bis 6 Uhr sind alle weg. Spätestens. Scheißkerl zu dir. Bist du reich, dick, Feigling, Vollmond. Ich sage Feigling zu dir, weil du Vollmondgesicht hast.
Grete. Ah, Rolfi. Schau her, Blumen haben wir gekriegt. Grete. Hallo. Kätchen? Hallo? Käthe? Wolltest du nicht mit dem Frühbus nach Berlin? Hast du vorher bei mir angerufen? Nein. Ich darf ja nicht. Keine Telefonzeit. Ich habe einen furchtbaren Wodka getrunken. Ein richtiger Blindmacher. 55%. Was? Benno hat ihn aus Warschau. Doch. Doch, ich wollte fahren. Ich bin ziemlich demoliert. Ich zieh so rum. Hast du meine Kappen irgendwo gesehen? Nein. Wann fährst du? Am Abend. Ich habe den Wagen kommen hören. Wann fährst du? Ich weiß nicht, wann der Chauffeur mich abholt. Natürlich sollst du im Wagen fahren. Hinten in deinem Wagen ist wohl kein Platz. Ich fahre direkt ins Theater zur Abendprobe. Und der Wagen ist voll. Trink nicht so viel. Nichts. Gar nichts. Du hast mir versprochen, dass du eine Nacht bei mir bleibst. Ich bin noch keine 60, Ruth. Und schau 5 Jahre älter aus. Wegen dir. Was willst du? Du willst mich ja nicht mal mehr in deinem Wagen mitnehmen. Ich hab Angst, Ruth, wenn ich dich sehe. Dass du betrunken sein könntest. Den ganzen Sommer lang habe ich auf dich gewartet. Küss mich. Wieder einmal. Wie früher. Was das? Wie viele Ziegen hast du eigentlich zurzeit? Die kleine asoziale Schauspielerin, Ziege Nummer 1. Die hübsche Frau von dem Philosophen, Ziege Nummer 2. Feldblumen. Ein kleines Gedicht. Ein zartes Hallo. Alles nach Modell. Statt dass du dich freust, Ruth, wenn es mir gut geht. Ich bin nicht frigide. Bert? Thank you.
Hast du mal Zigaretten für mich? In der Küche sind noch welche. Hier. Seit wann rauchst denn du? Mama, warum zieht es denn du so? Wir müssen uns ums Gepäck kümmern. Nein. Darf ich mal lesen? Vielleicht später. Über deine Blumen habe ich mich gefreut. Ja. Sag mal, geht's dir nicht gut? Kleine Sommergrippe, nichts Besonderes. Du musst deine Kappe aufsetzen. Die Helly. Ja. Deine Frau. Helly, sie ist ins Wasser reingefallen und wäre beinahe ertrunken, unsere junge Schauspielerin. Guten Morgen, Bess. Was machen die Korrekturen? Ich bin fertig. Ich bin fertig damit. Ich gehe jetzt die Materialien zu den Versuchen durch und das alte neue Deutschland habe ich bis Juni 1953. Ja? Was ist los? Was haben Sie denn, Bess? Gar nichts, nichts. Ich habe überhaupt nichts. Sie haben mich nur seit einer Woche zum ersten Mal angesprochen, das ist alles. Entschuldigung, Tut mir leid, Elisabeth. Ich bedauere das sehr. Ich möchte mich entschuldigen für meine Gleichgültigkeit Ihnen gegenüber. Ich habe es nicht so gemeint. Ich wollte mich nicht beklagen. Ich möchte mich entschuldigen. Ich dachte, ich werde von Ihnen eigentlich gar nicht mehr gebraucht. Dann nehmen Sie doch wenigstens meine Hand, dass die Sache aus der Welt ist. Sie mir nicht böse. Sag mal, du fahren willst. Reden alle nur die ganze Zeit davon, wann gefahren wird. Ich brauche vor der Probe unbedingt noch meine Ruhe. Sag am Rupi, er soll um 7 Uhr da sein. Wir fahren um 6, sonst wird es zu spät. Helly, wer ist denn der? Kenn den doch auch nicht. Später. Vielleicht darum, als ob er mir auf seiner Liste hätte. Vor 12 Jahren, wenn ich an dieser Stelle gestanden hätte, ich wäre schnurstracks übergeben worden von so einem wie dem da. Ich kenne den nicht, ich tue bestimmt Unrecht. Aber Himmel, Arsch und Zwirn! Irgendwo müssen die doch geblieben sein! SASS! Wo sind die, wo? Hä?
Haben wir das nur geträumt? Papa. Hast du Fieber gemessen? Ja. Wie viel? Sag ich nicht. Papa. Deine Mutter erschrickt sich immer gleich so, wie bei dir in Amerika. Du hast nur 40 Grad Fieber gehabt und die Elli wäre beinahe gestorben. Und du? Wie viel Temperatur hast du? 38,8. Temperatur hat heute? 38,8. Ich glaube, das ist eine Virusgrippe. Aber es ist das Herz. Dieses kleine Luder. Sozial. Mama, ich glaube, der Papa muss in Berlin zum Arzt. Liest du es mir vor. Wie es war. Erst warte. Such dir erstmal die bequemste Haltung. Und dann merkt er, als junge Schauspielerin von Anfang an eins: weniger Ehrgeiz und mehr Natürlichkeit. Bitte. Wie es war. Eins. Bitte? Eins, da steht eins. Wie es war, eins. Es gibt auch noch ein Wie es war, zwei. Nochmal bitte. Wie es war, eins. Erst ließ Freude mich nicht schlafen. Dann hielt Kummer nachts die Wacht. Als mich beide nicht mehr trafen, schlief ich aber. Ach, es bracht jeder Mai-Morgen mir Novembernacht. Zerreißt das Blatt. Nein? Es gefällt dir. Das ist wunderbar. Da kann man nichts machen. Du riechst gut. Nein, jetzt nicht. Ich muss arbeiten. Hol mir doch bitte aus der Bibliothek die Shakespeare-Sonette.
Nein. Schlafen Sie? Herr Brecht wartet. Der große Herr Brecht wartet. Ruppi? Halbe Nacht geschrieben. Ein bisschen Angst, dass wir da ruhig haben. Weißt du, die wissen nichts, was du machst in Berlin? Wolfgang. Ich habe das Gefühl, wir werden überall beobachtet. Isot. Doch nicht hier. Ich liebe dich. Ich möchte mit dir weggehen, irgendwohin. Hier müssen wir ständig das Gegenteil sagen von allem, was wir wirklich denken. Da ist jemand. Da ist jemand. Wo? Los. Was habt ihr denn? Ziemlich intelligente Frage. Ich kann die Führung der SED. Und bitte mit. Du bist zu naiv. Keine Ratschläge, Dichter. Wir wissen um deine Feigheit. Wir lassen sie dir. Du spielst. Ich meine es ernst. Isot, schau mich an. Was ist mit dir? Nichts. Du willst uns zuschauen? Bitte. Sehen wir es nicht so eng. Aber kannst du uns nicht wenigstens vorher fragen? Worüber regst du dich auf, hä? Erstens stand die Tür auf. Und zweitens, ich muss hinschauen. Worüber soll ich sonst schreiben? Ihr Schwaben müssen alles wissen. Sie ist meine Frau, verdammt nochmal. Reicht's dir nicht, dass ich sie mit dir teile?
Danke, danke. Pardon. Bitte um Redezeit. Machen Sie uns bitte heute keinen Ärger, Ruth. Versprechen Sie uns das? Es ist sein letzter Ferientag. Ruth! Er braucht Ruhe. Spitzbart, Bauch und Brille sind nicht des Volkes Wille. Bitte keine politische Diskussion auf leeren Magen. Du liebst dieses Monster wirklich? Wen hast du nicht so angezogen? Ich habe mich nicht so angezogen. Ich bin zu Gast, ich habe mich fein gemacht. Trinken Sie wenigstens einen Kaffee. Leute, bitte, damit wir essen können. Das wollen wir auch. Was macht der große Autor? Weidet er Ziege Nummer 2? Das Loch des Philosophen. Das ganze Leben eine Lüge. Das Trinken macht dich böse, nicht das Leben. Was ist? Ich bin die Hure eines Klassikers. Ich darf das. Mama! Nein. Ich kann es nicht mehr hinunterschlucken. Ich habe die Elisabeth und ich habe sie. Und ich habe die Kleine da am Tisch und die in der Bibliothek. Ich habe euch alle in unsere Familie mit hereingenommen. Ich habe euch alle wie meine Freundinnen behandelt. Nein, das haben Sie nie. Ich behandle euch alle wie meine Freundinnen. Und Sie? Da hat sie recht, Ruth. Sie sind von früh bis spät besoffen, seit wir wieder in Deutschland sind. Und warum? Weil Sie es nicht aushalten, dass er sich nicht mehr für Sie interessiert. Was war in Amerika? In L.A.? Komm lieber nicht, das stört die Helle. Und ich bin wirklich nicht gekommen, ich dumme Kuh. Ich habe mit ihm gearbeitet. Und am Abend war ich allein. Wenn Lorden zum Dinner kamen, komm lieber nicht, das stört die Helle. Was war, als mein Kind gestorben ist? Das war sein Kind. Das war von ihm. Wie sie. Wie die Barbara. Das war unser Kind. Komm lieber nicht, das stört die Helle. Sie sind nicht die Helle? Ich habe ein ganzes Leben für ihn aufgegeben. Ach! Wer sind Sie? Ich sitze hier mit dem gleichen Recht wie Sie. Ich bin seine Frau. So gut wie Sie. Hört noch einmal. Bestimmt hat es nicht gehört. Darf ich was fragen? Was passiert eigentlich mit den Eiern? Sie werden sonst steinhart. So hat er sie am liebsten. Schon vergessen? Natürlich ist der Oppenheim auch interessant. Wer den Herrn die Hand gibt, der wird sie verkochen. Faust, Galilei, Einstein, das ist die große Achse. Entschuldige, Heli, guten Tag. Wir haben noch das eine und andere besprechen müssen. Wie geht's dir? Ich fühle mich gut, ich fühle mich sehr gut. Na, Barbara, gibt's Knödel? Isa, sit down, please. Na, Ruth.
Elisabeth, dass uns das ja nie wieder passiert. Ich habe eine Woche kein Wort zu ihr gesagt. Kannst du dir das vorstellen, Isot? Mhm. Glaube nicht. Du liebst es, wenn man dich quält. Käthe, bist du still? Das mag ich an dir. Wir besprechen nachher den Tagesplan. Ich möchte auf jeden Fall heute Abend um 8 Uhr eine Probe machen auf der Bühne vom BE. Mhm. Hey, der Wolfgang will den Ulbricht absetzen, morgen um 18 Uhr. Wie? Ja, das Leben. Übrigens, ich vermisse seit heute Morgen meine Kappe. Ich glaube, ich habe sie in der Garage gesehen. Ich schaffe sie dir. Bitte, sei so gut. Haarig. Wolfgang, sprechen wir mal nicht von meinen, wie du es nennst, was weiß ich, dichterischen Feigheiten. Sprechen wir von deinen politischen Ambitionen. Wie stellst du dir das eigentlich vor? Du gehst also zum Ulbricht hinein und sagst, Genosse, Sie können gehen, Sie sind abgesetzt. Wie soll denn dieser eigenständige, Moskau-unabhängige deutsche Sozialismus überhaupt funktionieren? Nach allem, was war, nach den Prozessen. Also ich fürchte, so wird man den Ulbricht nicht los. Ich sage dir etwas ganz ehrlich. Ich habe keine Lust, mit dir zwischen Pilzgulasch und Knödeln über so wichtige Fragen zu sprechen. Du suchst deine Kappe. Ich suche was anderes. Aha. Dieser Arbeiter- und Bauernstaat wird sich als eine Behauptung erweisen, als ein Phantom. Wir brauchen Menschen, die bei ihrer Arbeit das Gesicht den Massen und nicht den vorgesetzten Dienststellen zuwenden. Wie hier. Auch hier erstarrt alles in serviler Unterwürfigkeit vor dem berühmten Autor. Schlafe wegen mir mit meiner Frau. Lass dich anhimmeln. Ja, Isot. Er hält seine Monologe über diese und jene nebensächliche Fragen und ihr starrt ihn an wie den Messias. Nein, Brecht, ich sage das nicht wegen vorhin. Ich teile meine Frau gern mit dir. Da bin ich völlig unbürgerlich. Es ist sogar schöner so. Du bist ein ernstzunehmender Liebhaber. Wolfgang, bitte. Nein, nein. Ich riskiere alles. Das ist eben der Fehler. Das ist kein Fehler. Wir können uns deine Unverbindlichkeiten nicht länger leisten, Brecht. Dir ist es doch egal. Sozialismus oder Weltuntergang, solange er auf deine Bühne passt, herrlich. Du bist alt, Brecht. No. Du kannst nicht mehr mitreden. Ein König auf einem Bierdeckel. Wir brauchen keine neuen Bühnenstücke. Wir brauchen einen selbstständigen deutschen Sozialismus. Genau. Er hat recht. Ich bin seiner Meinung. Ihr am Theater. Ihr riskiert doch überhaupt nichts mehr. Ihr seid reich und mächtig. Ihr fahrt mit großen Autos durch die Ruinen. Und das Volk lebt in Kellerlöchern. Ach so. Und du? Wo ist dein Kellerloch? Ich kann... Barbara, ich möchte nicht, dass du so mit der Ruth sprichst. Beherzige das bitte. Und bleib sitzen, wenn ich mit dir spreche! Warum rennt sie weg? Es tut mir leid, Berthold. Es tut mir leid, Berthold. Was Verlogenes. Nichts tut dir leid. Letztes Mal hören, so wie sie mit der Barbara redet. Ich will das nicht. Ich will das nicht, Elli.
Ich glaube, wir sollten eisern an unserem Entschluss festhalten, uns nicht zu streiten. Wir sind Seiltänzer, Wolfgang. Wir benutzen das Seil, um darauf zu tanzen, sonst hängt man uns daran auf. Ach was. Seit Stalins Tod gehen die Uhren in Moskau anders. Weiß man es immer so genau? Warte mal herhören. Der Wagen mit dem Brecht geht um 5:45. Die, die mit dem Bus fahren, sollen rechtzeitig packen, damit ich hier zusperren kann. Weißt du, was ein schönes Wort ist, Lisot? Generalstreik. Hallo. Ich habe noch was zu essen für euch in der Küche. Danke. Tag. Ihr kommt spät. Hinter Berlin waren überall Kontrollen. Ab KP Hoppegarten die ganze Strecke bis Bukow. An jeder Kreuzung zwei Fokus. So ungefähr. Guten Tag. Tag. Ist bestimmt wieder ein Russe desertiert. Das Wetter an der Ostsee war wunderbar. Wir waren jeden Tag schwimmen. Aber Manfred und ich haben auch sehr viel gearbeitet. Genosse Brecht? Jetzt, Hagen. Samadi, unserem Groß... Wart mal. Stellt euch doch alle hier auf die Treppe. Jetzt fang an. Sommerati, unserem großen Heimatdichter Bertolt Brecht. Zu seinem Abschied vom Buko. An jedem Tag im blauen Mond September, still unter einem jungen Pflaumenbaum, da hielt ich sie. Die stille, bleiche Liebe in meinen Armen wie ein holden Traum. Und über uns im schönen Sommerhimmel war eine Wolke, die ich lange sah. Sie war sehr weiß und ungeheuer oben. Als ich aufsah, war sie nimmer da. Du weinst ja. Mir ist was ins Auge gekommen. Wie es war eins, wie es war zwei. Wir machen neu weiter.
Du musst noch viel lernen, bevor du eine gute Schauspielerin bist. Entschuldigt, ich hab Gas. Welche Szene habt ihr dann zur Probe angesetzt? Die Weinschenken-Szene. Einstein ist, glaube ich, zu hoch für mich. Aber ich muss es trotzdem versuchen. Nicht mehr vertrauen. Ja. Welche Szene habt ihr heute Abend zur Probe angesetzt? Die Weinschenken-Szene. Wieso die Weinschenken-Szene? Sie haben gesagt, wir probieren die Weinschenken-Szene. Jetzt brauche ich meine Kappe. Wegwert. Ich glaube, ich habe sie unten an der Bank liegen lassen. An der Bank. Palic, wir müssen das Stück fürs Gastspiel unbedingt kürzer machen. Es muss dunkel sein. Was ist? Hier gibt's nichts. Jemand hat seine Kappe verbrannt. Verbrannt? Ich habe sie im Feuer gesehen. Hat die Helly sie verbrannt? Ich weiß es nicht. Die Helly. Na, zutrauen würde ich sie. Sie hat doch solche sauberen Anfälle. Naja. Krieg da eine neue. Dreiviertel sechs wird gefahren. Er war so unruhig heute Morgen, fandst du nicht? Dass er so hustet. Alles meine Schuld, angeblich. Alles meine Schuld. Wenn es ihm schlecht geht, immer meine Schuld. Ist überhaupt nicht meine Schuld. Mein Gott, was hat er denn? Überall auf der Welt werden seine Stücke gespielt. Er sagt, er hat Angst vor mir. Er fragt mich nichts mehr. Du trinkst nicht. Sei froh. Er verbietet mir zu erzählen, dass er seidene Hemden trägt.
Ich sag, das ist überhaupt nicht tragisch, dass du seidene Hemden trägst. Es scheint ihm zu elegant für sein Image. Du verstehst ihn nicht. Genau. Das ist es. Ich verstehe ihn nicht. Welche Stücke verdankt er dir außer der Drei-Groschen-Oper? Mir verdankt er den Seetschmarrn, den Schweig und den Puntila. Also die Kappe, die hat sie ihm verbrannt. Entschuldigung, Sie haben nicht zufällig Brechts Kappe gesehen? Gestern war er damit am Bootshaus. Elisabeth, komm mal bitte. Walter Ulbricht muss von dem Amt des ersten Sekretärs zurücktreten. Er neigt zur Schönfärberei und zur Verkleisterung von Fehlern. Seine theoretischen Analysen sind nachweislich oberflächlich. Seine Führungsmethoden, auch nach dem 20. Parteitag der KPdSU, grob, selbstherrlich und anmaßend. Bei den Massen gilt er als Personifikation der Fehler von 1952. Jetzt nicht. Ich fühle mich so wackelig. Hier bei Brecht? Wer ist dran? Kulturministerium, das Sekretariat von Becher. Wieso, warum? Das haben Sie missverstanden, Palic. Nein. Augenblick bitte. Ist Becher selbst dran? Eine Frau. Ich kann jetzt nicht sprechen. Hören Sie, Herr Brecht kann jetzt nicht sprechen. Lassen Sie Becher ausrichten, dass ich gegen 8 Uhr in Berlin zurück bin. Herr Brecht lässt ausrichten, dass er gegen 8 Uhr... Was ist? Eingehängt. Ist der Ruppi schon da?
Lisa? Komm mal her. Der Wolfgang hat zu Brecht gesagt, er ist zu alt. Er kann nicht mehr mitreden. Er hat ihn einen König auf einem Bierdeckel genannt. Auch wenn ihr noch so eng befreundet seid, ich finde, der Wolfgang sollte sich bei Brecht entschuldigen, Max. Ja, danke. Ich werde mit ihm reden, du hast recht, das war dumm von ihm. Herr Brecht ist in einer sehr schwierigen Situation. Er kann nicht immer so, wie er will. Man kann nicht von ihm erwarten, dass er sich ganz auf die Politik schmeißt, wie der Wolfgang. Pass mal auf. Elli? Ja? Wolfgang, ich muss dir was sagen. Ich weiß. Wegen heute Mittag. Ach, nein. Niemand kann so, wie er will. Er nicht. Niemand, du auch nicht. Aber man kann schließlich nicht immer zu das machen, was man auf keinen Fall machen will. Ja, ja, was ist richtig, was ist falsch? Eine Zeit der Monologe. Jeder ist in seine Idee vom Sozialismus verliebt. Sollen wir uns jeden Tag einen frischen Knoten in unsere Zungen machen für eine bessere Zukunft? Weil wir sonst angeblich die große Idee verraten. Es gibt nicht nur ein Morgen, es gibt ein Heute. Die DDR ist für mich kein Selbstzweck. Sie ist die Ausgangsbasis für eine möglichst friedliche Wiedervereinigung. Was stört dich? Nichts, gar nichts. Ich wollte dir was sagen. Dann sag's. Den ganzen Tag auf mich warten. Warum ist er schon da? Wer hat das angeschafft? Was meinen Sie, Palitsch? Man kann seiner Klasse nicht entkommen. Ich hab's versucht. Wo bleibt denn der Wegwert? Wir haben überhaupt noch nichts gearbeitet. Soll ich nach ihm schauen? Nichts da. Da bleiben. Hilf mir. Ich muss mich hinlegen. Was habe ich vorhin gesagt? Vorhin, bevor das Telefon geklingelt hat. Ist der Ruppi schon da? Vorher, Palitsch, vorher. Schau in deine Notizen. Steht da? Was steht da? Es muss dunkel sein. Es muss dunkel sein? Blödsinn. Es muss kurz sein. Kürzen. Den Kreidekreis kürzen. Es gibt kein Geheimnis. Schreib's auf, Palitsch. Und wo es kein Geheimnis gibt, gibt's keine Wahrheit. Hast du das aufgeschrieben? Palitsch, wenn ich dich mal danach fragen werde, hast du es dann aufgeschrieben? Ja. Ja, deswegen. Schwarz, grau. Das ist die Wahrheit. Dunkelgrauheit.
Nichts. Luft drüben an, die Helle soll die Schwester rufen. Ich brauche eine Spritze. Helli! Kommst du mir überall hinterher? Ich wollte doch nur... Brecht, geht es plötzlich so schlecht? Was? Entschuldige. Jetzt entschuldige dich nicht ständig. Was ist mit Brecht? Die Krankenschwester muss sofort geholt werden. Das Fieber ist plötzlich so hochgesprungen. Helli, wo ist denn meine Kappen? Jetzt hör auf von der Kappen. Ich schaff sie dir schon. So kann dir doch kein Mensch Spritzen geben. Sei nicht derartig kindisch. Das wird schon wieder. Helli, sag dem Palitsch, was ist? Was hat er denn? Uns sind andere Hunde. Weißt du was? Jetzt freue ich mich auf Berlin. Ich fühle mich schon besser. Magst du was trinken? Geh mal einmal drüben die Vorhänge zu. Sind wir hier? Hier, DDR. War das ein Fehler? Warum sind wir hier und nicht woanders, Helene? Woanders ist woanders, da wohnst du es nicht. Du meinst also, ich würde nirgends auf der Welt eine Regierung finden, mit der ich so intensiv meine Arbeit diskutieren könnte? Helene, wo ist meine Kappe? Schau, sie war doch schon so kaputt und sie hat auch schon gestunken.
Ich habe eine neue. Ja. Ich brauche aber keine neue. Gerade weil sie kaputt ist und weil sie stinkt, deswegen. Bitte. Ich habe den Professor Bayer angerufen. Helene. Ich habe sie verbrannt. Sie sind spät. Ich hatte eine Autopanne. Ich musste das Rad wechseln. Die Kilian muss wieder runter von der Liste. Ja? Fahren Sie weiter. Danke. Ich brauche meine Ruhe. Verbrannt. Sein Zustand ist jetzt stabil. Es geht ihm schon wieder besser. Die Kappe haben wir nirgends finden können. Wo der Rupi bleibt. Ellie, kann ich zu ihm rein? Er will Sie sehen. Heißer Tag. Heißer Tag. Auf den Knien die Schreibmappe sitze ich im Pavillon. Ein grüner Kahn kommt durch die Weide in Sicht. Im Heck eine dicke Nonne, dick gekleidet. Vor ihr ein ältlicher Mensch im Schwimmanzug. Wahrscheinlich... Nein, nicht das. Lese ich wieder nicht recht. Du liest hier recht. Die Rückseite. Anotar Gefoss, Buko, Berliner Straße 9. Im Falle meines Todes vererbe ich das Gärtnerhaus auf meinem Anwesen in Buko an Käthe Reichel. Von meinen Stücken erbt sie das Stück der guten... Mensch. Nein. Herr Brecht, ich möchte das nicht. Sei nicht dumm.
Er möchte eine Kasata essen. Also ich weiß, in Wilmersdorf gleich, wenn wir in der Stadt sind, einen Italiener, Mario. Der hat alles. Wie geht's ihm? Der hat sogar echte Macaroni. Hat er was von mir gesagt? Nein. Er will nur noch ein bisschen schlafen. Schau mal, wie es dem Brecht geht. Nein, nicht jetzt. Mir liegt einiges daran, Bert, dass du mich nicht als einen politischen Spinner ansiehst. Ich habe zu allem, was ich tun werde, den Segen aus Moskau. Ulbricht wird gehen müssen. Man fragt es doch nicht wirklich. Keiner. Sie brauchen es lediglich als politisches Nutzvieh. Den Karren will ich nicht gespannt werden. Ich möchte auf gar keinen Fall, dass du mein schlechtes Gewissen wirst, Wolfgang. Bitte bedenke das bei allem, was du tun willst. Immer die Politik. Die Politik hat unsere ganze Existenz verfremdet. Wie fühlst du dich? Wenn ich aus London zurück bin, dann werde ich eine Kur machen. In Augsburg meinen Kinderarzt aufsuchen. Der weiß immer noch am besten, was mir fehlt. Können Sie mir bitte beim Gepäck helfen? Natürlich. Oh, nee. Ich bin aber spät. Danke, ich sehe schwer. Der muss zuerst. Genau. Und den Kleinen so dagegen. So dagegen. Jawohl. Weißt du, was sie getan hat? Weißt du, was deine Tochter getan hat? Ja?
Da, ich habe da gelegen. Ich habe geschlafen. Ich habe keinem Menschen was getan. Und plötzlich fühle ich, dass ich brenne. Das Schau, das Kleid. Sie hat das angezündet. Alle haben zugesehen, wie ich brannte. Das stinkt überhaupt nicht. Das würde ich nie machen. Das ist gemein. Aber davon hat doch niemand was. Am letzten Ferientag gerade. Ruth. Barbara. Bitte, nimm mich mit in deinem Auto. Bitte. Das kannst du mir nicht abschlagen. Ich will doch weg von hier. Weg. Ich hab so Angst. Bitte nimm mich mit. Ruth, ich werde dir jetzt etwas sagen. Ja. Ja oder nein? Wenn ich morgen tot umfalle, dann bist du schuld. Ja oder nein? Nein. Elli? Elli? Barbara, steig ein! Ruppi, fahren Sie los. Lass mich raus hier. Ich will raus. Ich weiß nicht, ob sie uns so durch den Kontrollposten lassen. Ich habe nicht so viele Namen auf meiner Liste. Ich werde dir für morgen einen Schlafwagen nach München bestellen. Ich telefoniere mit Surkamp. Du machst deine Kur. Du musst dich einmal von einem Herzspezialisten untersuchen lassen. Sie haben vergessen anzurufen. Was macht die Kunst? Ist noch was?